Warum macht ihr nicht Tütütüt? Boah, wovon hängt das ab? Ja, die macht Tütütüt. Ja, verstehe ich nicht. So, 30 und 30, Wunderbärchen. Nein! Ich habe doch Quadrat gedrückt zum Drehen. Oh, von hier aus? Na, zum Glück müssen wir das Level nicht nochmal machen, das Bonus-Level. Lass mich in Ruhe, du oller Zauberer. Was? Die können, die gehen normalerweise gar nicht hinter denen. Das ist unfair. Normalerweise verschwinden diese komischen Dinger dann, diese Zauberteile. Da war ich jetzt selbst was schuld und ich habe mich ein bisschen erschrocken. Also heute ist irgendwie, weiß ich nicht. Heute ist nicht so produktiv wie beim letzten Mal. Weiß auch nicht warum. Ach komm! Johohohoho, ich bin das so lustig. Zieh dich. So. Die umgehe ich jetzt einfach auch mal. Fast wäre es wieder passiert. Ah, und oh, hier war der Checkpoint. Da kann man dann so boing auf dem dicken Bauch boing, boing. So, jetzt gleich müsste... Da vorne ist schon das Ende, ich sehe es schon. Nicht schon wieder, hallo. Ich hab das Gefühl, dass hier eine leichte Verzögerung drin ist. Nur warum ist sie dann heute schlimmer als beim letzten Mal? Yes. Ha! Und hier können wir auch noch nicht das Relikt holen. Also möglich ist es zwar schon, nur Gold ist da noch so eine Frage. So, ja, Crash ist gut. Jetzt haben wir jetzt nur noch hier das hier. Aber bevor wir das machen, gehe ich nochmal in dieses wunderbare Wasserlevel. Wo wir uns erstens alle Kisten holen können. Zweitens den roten Kristall. Edelstein. Ja. Und dann noch... Moment! Ich glaube, die muss ich kaputt machen. Super. Ja, ich kann mich jetzt sterben lassen, weil hier hinten sind Kisten, an die ich nicht drankomme. Also, Veralgungen. Ach, Subi. Aber ich glaube nicht, dass ich die kaputt mache. Nee. Sonst wird mir eine Kiste fehlen.
Sonst hätte mir früher immer eine Kiste gefehlt. Ich schwimme erstmal durch und schwimme dann nochmal zurück. Das ist, glaube ich, besser. Ich habe auch übrigens letzte Woche ein Spiel durchgespielt mit dem Namen The Order 1886. Ich glaube, das war 86. ein super geiles Spiel. Dennis hat mir das eigentlich nur mitgegeben von wegen, ja, das ist schnell durchgespielt und kriegst schnell und einfach Platin-Trophäe. Hab ich mir gedacht, komm, nimmst du mal mit, machst du schnell. Aber das Spiel war echt super. Und ich habe mir überlegt, dass ich davon nach Crash ein Let's Play mache. Das geht zwar schon so 8 Stunden, aber es ist halt nicht so lang. Aber es ist halt super nice und ich muss auch nicht so viel quatschen, weil das Spiel mehr so als Film irgendwie gedacht ist. Jetzt nicht so in Richtung Heavy Rain, weil in Heavy Rain hat man ja wirklich nicht wirklich was zu tun. Also ist kein... ist halt nur ein bisschen Tastendrückerei und so. Aber halt bei The Order hat man noch so erst die Filmparts und dann hat man nochmal Parts mit Third-Person-Shooter und das ist halt schon sehr cool. Und ich mag die Waffen und ich mag allgemein das wie soll ich sagen? Also ich mag die Klamotten, ich mag wie das da, ich mag das irgendwie. Punkt. Ja. Ist schon, also das ist cool. Und die Grafik ist auch sehr hübsch anzusehen. Aber ich spiele auch Spiele, die nicht so geil aussehen. Ach, mein Vater. Mein Vater kommt. Ich dachte, jetzt wird schon wieder jemand klingeln, aber es war nur mein Vater. So. Nicht kaputt machen, den Gerät. Irgendwie ist hier alles am Machen und Tun und... Handy gucke ich erst nachher, irgendwann, wenn ich das Level hier geschafft habe. Oh. Du, warum bist du denn nicht tot? Ich habe dich abgeschossen. So. Ja, ist okay, ist okay. Ich hoffe einfach mal, dass unten eine Kiste ist. Womit man die Nitro-Dinger kaputt machen kann. Kommt hier noch was? Ah! Oh, ja, ja, ja. Habe ich die doch nicht kaputt gemacht. Schön ist, die muss man nur anstupsen. Okay. So, ist hier ein Check... Ja, das ist ein Checkpoint. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber hier sind keine Kisten. Das heißt, ich kann eigentlich nur geradeaus runterschwimmen. Hier muss so eine grüne Kiste sein. Yo! Heute ist echt nicht mein Tag. Also ich finde, ich spiele schon sehr schlecht.
Boah, das hat mich reingezogen. Ach, meine Mutti kommt auch wieder. Sie ist immer. Ein Auge juckt wieder. Wunderbar. Okay. Dann werden wir jetzt genau das Relikt hier holen. Und das wird die Hölle. Ich hasse diese Wasserlevel. Aber dann ist es, glaube ich, auch das letzte. Von daher strengen wir uns hier jetzt nochmal an. Und dann wird es hoffentlich 1,47 für Saphir. Ja gut. Dann versuchen wir mal unser Glück. Wum, wum. Ah, Cold Mirror hat was hochgeladen. nehmen wir erstmal das Gerät. Das wollte ich doch gar nicht. Die musste ich noch unbedingt mitnehmen. Das hat jetzt zwar wahrscheinlich genauso viel Zeit gekostet, wie ich die Karte, wie ich die bekommen habe. Danke. Gib Gazen! Mann! Hallo! Oh, immer diese Kante da, ne? Okay, da ist eine. Muss ich mir merken. Die Richtung! Ach, du bist doch behindert. Los! 1,47 war Saphir. Gib doch. Oh. Da ist nichts drin. Mann, ich hab doch. Okay, da ist eine Dreierkiste oder eine Zweier. Ah, okay, dann hat sich das jetzt eh erledigt. Aber ich weiß, in diesem Strudelding ist eine Kiste. Gas! Oh, das war gut, das war sehr gut. Ach, diese Kante. Wow, oh Gott, das war knapp.